Brille auf. Oh, man kann immer nur eine Richtung tun. Na, was ist aber hier rechts? Ich will hier kurz gucken, was rechts ist. Was ist der YouTube? Moment. Option. Keybinding. Interact Space. Okay. Cancel. Wo geht's hier hin? Kann ich hier klein machen? Ja, sehr schön. Weg mit dem Chat. Wer bist du denn? Was für ein wundervoller Ort. Glaubst du nicht auch? Ah, okay. Schade. Dieses Pokémon sieht sehr stark und fröhlich aus. Okay. Also nichts Sinnvolles gewesen. Wer bist du? Happy, happy! Also immer was für ein Vieh ist. Ach komm, lass mich durchlaufen. Hey du! Mein Name ist Rocco und ich bin der. Okay, Pewter City Gym Leader. Was Pewter City ist, kann ich gerade nicht übersetzen. Wie kommt es, dass du immer noch kein Pokémon dabei hast? Ich glaube, Professor Eich kann dir helfen. Ich rede mit ihm. Vielleicht hast du eines Tages die Chance, gegen mich zu kämpfen. Ja. Professor Eich. Hey. Wie ist ein Kind so weit gekommen? Kannst du mir deinen Namen sagen? Ah, nein. Du bist gerade erst neben meinem Labor eingezogen. Ich habe von deiner Mutter gehört, dass du ein Pokémon-Trainer werden willst. Komm zu meinem Labor, komm später bei meinem Labor vorbei und ich gebe dir ein erstes Pokémon. Jetzt geh und finde deine Mutter. Sie ist südlich von hier. Bis später, Line. Alles klar. Was sind wir hier? Der Willkommensnachbar? The greeting neighbor? Wer bist du? Hallo Liebling! Willkommen zu meinem bescheidenen Zuhause. Du hast ein 20 Millionen Zoll Flatscreen dahinter stehen. So bescheid ist es nicht. Unglücklicherweise ist hier nichts Wichtiges für dich. Du solltest dein erstes Pokémon holen gehen. Der Beste sein, wie keiner vor mir war. Ich liebe diesen Song. I think the song when something like it. Also, ich denke, so ungefähr ging der Song. Egal, du solltest gehen und dein erstes Pokémon von Professor Eich abholen. Bis bald, mein Kind. Ich muss allein mit meinen Katzen sein. Also. Was immer du mit deinen Katzen tust, ich möchte es gar nicht wissen. Ist tatsächlich mal. Ich habe ja die blaue Edition damals gespielt. Und. Holy fuck, das ist halt genau der Anfang der blauen Edition wieder. Hey, was ist das? Miu, miu! Ich muss mir Sachen einbilden. Ich geh mal lieber zum Mom. Ah, hier ist Kampf. Mutter, wo warst du, Lein? Ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Bleib in Zukunft in meiner Nähe, verstanden? Okay, Mama. Guck mal, da ist ein Pokémon-Kampf. Genauso, wie du dir früher gerne angeschaut hast. Und die du dir gerne vorgestellt hast. Ich weiß nicht, was sie machen, aber ich weiß ganz sicher, dass du... Da du ein Pokémon-Trainer werden willst, wirst du wohl auch durch harten Kämpfen enden. Und wer weiß, vielleicht wirst du irgendwann sogar besser sein als die. Also Dragoran und dieses Ex-Glurak ist schon hart. Moment, das bedeutet, du kannst dir wehtun. Ich will nicht, dass du dich verletzt. Du wirst immer mein kleiner Junge bleiben. Aber Mama, ich hab doch bald Pokémon. Das bedeutet, ich bin erwachsen. So technisch gesehen kann ich dann auf mich selbst aufpassen.
Manche Dinge. Ah. Manchmal bist du einfach zu schlau für dein eigenes Wohl. Eine Eins. Zeig's ihm, Glurak X. Benutz Wut, Outrage. Dragoran, weiche aus und benutze Drachenmeteor. Es ist viel zu gefährlich. Wir gehen der Haus und zwar die jetzt sofort. Aber Mama, kein Aber. Jetzt. Ah, hier ist mein Pokémon-Team. Alles ist hinter doof. Das ist doch alles Kacke hier. Ich geh mal dahin. Ich glaube, das ist schon fast etwas. Ist da schon irgendwas drin? Gut, dann kann ich reden. Spiel Smash Brothers. Verdammt! Schlüpf von Kirby. Rage Quit. Das ist neu für mich. Ich weiß nicht, was ich mit dir mache. Vielleicht sollte ich erst mit der Mutter darüber reden. Sie hat es wahrscheinlich dahin gelegt. Irgendwie ist es arg laut gefühlt. Nein! Professor Eich ist vorher vorbeigekommen, während du noch geschlafen hast. Er hat mir gesagt, dass er mit dir reden möchte und du in seinem Büro vorbeikommen sollst, wenn du Zeit hast. Professor Eich möchte dir den Rest erklären. Aber du bist endlich in dem Alter angekommen, wo du eine Pokémon-Trainer-Lizenz bekommen kannst. Und das bedeutet, du kannst Pokémon haben. Da ist so viel mehr, das ich dir erzählen möchte. Ja, aber wir werden dann nochmal reden, wenn du mit Professor Eich gesprochen hast. Er möchte mit dir reden, sobald du dazu bereit bist. Okay. Wup, 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 wup. Moment, das ist nicht Professor Eich. Da unten ist Professor Eich. Hey. Oh, da schwimmt schon einer. Schweinerei. Du, 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 du. Ah, da bist du ja. Ich hab dir gesagt, dass du vorbeikommen sollst. Ja, Moment. Das sind drei Pokémon. Die sind in den Pokébällen. Also, eigentlich genau genommen sind da vier, aber das letzte ist ziemlich wild und stur. Du kannst es haben, aber nur, wenn die anderen nicht gut genug für deinen Geschmack sind. Als ich jung war, war ich ein seriöser Pokémon-Trainer. Aber in meinen alten Tagen habe ich nur noch vier übrig. Aber du kannst eins haben. Wähl aus. No. Nee, ich will nicht das Gras-Typ. Ich will, glaube ich, schon Chigi. Würde ich sagen, oder? Da oben ist doch Pikachu, oder? What is this? Ja, Wassertyp Shigi, gib mir. Du hast Shigi bekommen, Professor Eich. Hast du dich für ein Pokémon entschieden? Sprich bitte mit mir noch mal, da ist noch etwas, was ich dir erzählen möchte. Okay, what the fuck, was soll ich mal sagen können? Ah, sehr gute Wahl für ein Pokémon. Ich muss ihn noch etwas... Du musst alles für mich tun. Auf dem Tisch hinter mir ist der Pokédex. Es zeigt automatisch Daten von Pokémon, die du siehst und fängst auf. Das ist eine Hightech-Enzyklopädie. Aber sie ist nicht voll und du sollst sie voll machen. Mein Traum war es, immer sie selber voll zu machen. Aber das kann ich jetzt nicht mehr, wenn ich ziehe und trinke. Keine Ahnung. Ich bin einfach zu alt, ich kann das nicht mehr, also musst du meinen Traum für mich erfüllen. Los geht's! Das ist ein großes Vorhaben, das größte Vorhaben der Pokémon-History-Geschichte. Mama wollte noch mit mir reden, bevor ich gehe. Ich gehe besser hin. Ach so, das hier Automove. Schweinerei. So.
Mir wurde schon erzählt, was eigentlich mit dir geredet hat. Da das jetzt gesagt ist, ich verstehe, dass du für diese Aufgabe sehr weit reisen musst, weg von zu Hause, und wir uns vielleicht für eine Weile nicht sehen. Aber bitte, bitte pass auf dich auf, wenn du da draußen bist. Es war teilweise hart für dich ohne Papa im Haus, aber du hast bereits sehr viel Verantwortung übernommen und manchmal sogar auf dich selbst aufpassen können. Mehr Verantwortung, als die meisten Trainer in deinem Alter bereits gewohnt sind, wenn sie aufwachsen. Ich bin ziemlich sicher, dass du auf dich aufpassen können wirst, auf dich achten wirst. Aber bitte nimm mein Geld und aus dem Hand brauchst du eigentlich noch ein paar Kleinigkeiten vorbeigebracht, die in deinem Zimmer liegen. Denk aber daran, dass ich dich liebe und immer hier sein werde, wenn du mal für Unterstützung nach Hause kommen musst. Okay. Ich bin hoch. Gib mir Potions! Pokéball. Dass das vom Aufnahmeort oder am Aufnahmeort bleibt, ist irgendwie strange. Früher gab es auch immer hier oben was im Kühlschrank. Gibt's denn nicht mehr. Ach Mann. Wer ist das Disquiet? Wer bist du? I love Palletown. Ich liebe Palletown. Und du? Okay. Ich hab einfach gar nichts. Allerei. Frag mich, was mit Eevee los ist. Aha. Begegnest einem Pokémon, das merkwürdig rumtapst und sich anscheinend allein fühlt. Ja, Pokémon neigen oder sprechen ihren eigenen Namen, rufen ihren eigenen Namen. Ich habe das bereits im Fernsehen gesehen, also muss dieses Pokémon Eevee heißen. Also Evoli. Es scheint ein aus der Wildnis zu kommen, aber da kein Trainer in der Nähe ist, das begleitet. Ich werde irgendwann alle Pokémon fangen, also fangen wir mit dem hier an. Als ich ein Pokémon ziehe und versuche oder mich anschicke, es zu werfen, merke ich, dass da noch ein Trainer zwischen mir und Eevee ist, der ebenfalls ein Pokéball zieht. Jackson! Was denkst du, Kind? Hä? Das Pokémon gehört bereits zu mir. Es ist eine Entehrung, eine Beleidigung, dass du denkst, Pokémon würden einfach in so einen inkompetenten und unerfahrenen Trainer wie dir zufallen. Entschuldigung, aber ich dachte, das Pokémon ist alleine und ich habe nicht gesehen, dass es einen Trainer hat. Spar dir die Mühe. Ich hatte diese gefühlsduselige Lektion bereits mit meiner Mutter und Professor Eich, wie man mit Pokémon harmonisieren sollte und wie man sie nicht isolieren sollte voneinander. Ne, wie wir uns nicht von ihnen isolieren sollen. Ah. Am Ende ist mir das ziemlich egal. Ich will keine Freundschaft mit Pokémon aufbauen. Ich habe dafür keine Geduld. Ich will es nicht überall halten. Mein Ziel als Trainer ist einfach nur, die schiere Power zu maximieren. Und das wird durch Freundschaft höchstens verhindert. Jetzt habe ich genug Zeit mit dieser dummen Unterhaltung verschwendet. I only care so maybe strong. Ich will nur mit denen in Verkehren, die stark sind und mich mit ihnen vereinigen, und mit ihrer Unterstützung suchen, die mir helfen, mein Ziel zu erreichen. All die Macht der Welt, das ist, was ich suche, was ich jage. Und was dir offensichtlich fehlt. Also, hau ab, Fliege.
Ich wurde weggeschoben von Jackson. Oh. Hä? Hast du die Nachricht nicht verstanden? Ja, bist wirklich dämlich. Ich hab gesehen, wie du gejubelt hast, als du das erste Pokémon bekommen hast. Und dass du dachtest, du wirst dadurch direkt zum Pokémon-Meister, der jedes Pokémon der Welt fängt, das er trifft. Sie erreichst vielleicht das, was du einmal in irgendwelchen Fantasie-Shows gesehen hast. Aber in der Realität gibt es eine komplett andere Geschichte für dich. Ich werde dir erstmal eine Lektion erteilen. Damit du nicht mehr so blöd deine... Bin nicht mehr so blöd persistent unnachgiebig bist. Und ich werde dich und deine Mutter dich und dein Pokémon zu deiner Mutter schicken, damit du... Since you are too draft to do anything other than... Da du nur meine Zeit verschwendest. Ah, okay. Meine Fresse, wenn du das alles liest, dauert es noch nicht. Go Squirtle! Tackle! Hey! Aber ist er jetzt eher dran? Das ist voll gemein, dass er eher dran ist. Eevee Fandom! Level 6! Won the battle. Und gut, Eevee, was? Dieses Pokémon ist shit! Es ist eine Tragödie, dass ein Pokémon unter meiner Kontrolle so schlecht aussehen würde. Egal wie gut der Trainer ist, jeder kann mal mit einem Pokémon verlieren, das einfach schwach ist. Das ist genau der Grund, warum ich nicht nett zu meinem Pokémon sein werde. Denn je netter ich bin, desto weniger Leistung werden sie bringen. Du wirst das irgendwann auf der harten Tour erfahren. Wenn du mit deiner Philosophie weitermachst. Wenn ich die Pokémon nicht stark gemacht bekomme oder oder Trainer treffe, die meine Philosophie verstehen, werde ich einfach sie ignorieren. Selbst, dass du hier einen guten Kampf abgeliefert hast, würde ich dich niemals zu meinen Freunden zählen oder würde ich dich niemals anstellen, da ich bereits weiß, wie kindisch und disgraceful, unehrenhaft und naiv du denkst, was am Ende deinem Wachstum im Weg sein wird. Anstellen? Jackson rennt weg. Okay.